Ja, vielen Dank, Anja Pistor-Hartam. Wir duzen uns, wir kennen uns schon lange, deswegen tun wir das auch vor Publikum. Vielen Dank für die Einladung hierher an die Akademie der Wissenschaften hier in Hamburg. Ich freue mich, dass ich in dieses Programm integriert wurde mit diesem Vortrag heute. Ich freue mich auch darüber, dass Sie so zahlreich erschienen sind und hoffe, dass Sie jetzt auch mit dem, was ich Ihnen heute präsentieren möchte, was ich Ihnen bieten möchte, gute Anregungen für das bekommen, was Sie sich erwartet haben, als Sie den Titel des Vortrags gelesen haben und vielleicht auch ein Abstract, eine kurze Darstellung. Was will ich Ihnen präsentieren? Die Gliederung schon mal hier vorweg, dass Sie so eine gewisse Vorstellung davon haben, wie mit was für Begriffen, mit was für Unterthemen, Gliederungspunkten ich in meinem Vortrag arbeiten werde, so dass Sie eine gewisse Vorstellung haben, wie die Choreografie, so sage ich auch gerne, meines Vortrags aufgebaut ist, ohne dass ich Ihnen jetzt jeden einzelnen Punkt hier vorlesen werde. Es sind 10 Punkte, in denen ich Sie durch das Thema quasi führen möchte. Wir werden Ausflüge machen in Befunde unterschiedlicher Untersuchungen, quantitativer Art, qualitativer Art, die helfen werden, so hoffe ich doch, zu verstehen, wie ich zu diesem Titel meines Vortrags kommen konnte und inwiefern er eben auch Sinn macht, um den Sachverhalt darzustellen. Vielleicht so ganz grundlegend, der Islam ist ein Teil Deutschlands, der Islam ist kein Teil Deutschlands. Das sind programmatische Äußerungen, die von Politikern und Politikerinnen in Deutschland an sehr prominenter Stelle geäußert wurden, gesagt wurden. Und ganz in jüngster Zeit gibt es Untersuchungen, quantitative Untersuchungen, bei denen die Bevölkerung befragt wurde, zuletzt auch unter anderem von der Bild-Zeitung, über ein beauftragtes Institut, inwiefern sie finden, dass der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Und dort konnte festgestellt werden, dass in der Gesamtbevölkerung sozusagen repräsentativ 60% der Meinung sind, dass er nicht zu Deutschland gehört. Bei AfD-Wählern sind es 98%. Das wundert jetzt nicht großartig, das war ja letzten Endes auch ein Teil des Parteiprogramms. Aber auch Politiker, prominente Politiker wie Volker Kauder oder Hans-Peter Friedrichs haben diesen Satz von sich gegeben und sehr programmatisch geäußert, um deutlich zu machen, wofür sie sozusagen die Grenze einer kulturellen Verständigung gesetzt ist. Andere wiederum, Christian Wulff als Bundespräsident, hat ja diesen Satz recht programmatisch geäußert und es gibt durchaus nicht wenige, insbesondere in den muslimischen Communities in Deutschland, die inzwischen der Meinung sind, dass das möglicherweise der Satz war, über den er entscheidend gestolpert ist. Das ist eine Sichtweise auf den Vorgang, die ich einfach mit Ihnen teile, nicht weil ich selber der Meinung bin, dass das so ist. Dazu fehlt mir, muss ich sagen, eine sehr komplexere Einsicht in die Gesamtbeurteilung der Situation. Aber man könnte natürlich diese, sagen wir mal, diese Lesweise durchaus auch haben. Ja, zunächst einmal möchte ich mit Ihnen einen Blick werfen auf die Störbereiche, die sogenannten Störbereiche des Islam in der Schule und würde gerne erst einmal gucken, was könnte damit eigentlich gemeint sein. Als schulische Problembereiche oder auch Störbereiche können wir identifizieren aufgrund zum Beispiel Verwaltungsgerichtsverfahren, in denen bestimmte Ansprüche verhandelt werden von orthodox muslimisch praktizierenden Teilen der Bevölkerung, Eltern, Kindern, die Ansprüche, die sie geltend machen möchten, ihre besonderen Bedürfnisse zu berücksichtigen, die teilweise auch ihren Niederschlag in Verwaltungsgerichtsverfahren gefunden haben, wenn es zum Beispiel um die Befreiung vom Sexual- oder Schwimm- oder Sportunterricht geht, um die Teilnahme an Anteilen innerhalb der Biologie, die sich auf Evolutionsbiologie beziehen, um die Frage der Berücksichtigung von Speisevorschriften und sehr prominent und immer wieder auch sehr, sage ich mal, emotional durchaus in der Öffentlichkeit verhandelt, das Thema Kopftuch, weniger bei Schülerinnen inzwischen, aber immer noch deutlich ein Thema bei Lehrerinnen und Lehrern und die ganze große Frage des Verständnisses von Geschlechterverhältnissen.
Als ein erstes kleines Fazit kann man sicher ziehen, dass die Probleme, die da identifiziert werden, im Umgang mit orthodox-islamischen Positionen in erster Linie wahrgenommen werden als Integrationsprobleme. Und in der Weise, wie es formuliert wird, öffentlich auch weitergegeben wird, öffentlich auch diskutiert wird, scheint es so, als wenn es die Muslime sind, die ein Problem mit dem vorgegebenen System haben und die sich nicht integrieren können oder wollen. Ich werde im Laufe dieses Vortrags vielleicht nochmal mit Ihnen gemeinsam versuchen, die Perspektive auch ein bisschen nochmal von einer anderen Perspektive, von einer anderen Seite aus zu betrachten. Auf der anderen Seite empirische Belege für die Tatsache, dass es hier Ansprüche gibt, die in überbordendem Maßen, in besonders auffälligem Maße an die Schule herangetragen werden, gibt es nicht. Im Gegenteil, eine Untersuchung aus dem Jahr 2013, Islam im Alltag, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Auftrag gegeben, hat festgestellt, dass der Anteil der muslimischen Eltern, die ihre Töchter oder auch Söhne vom Unterricht befreien lassen wollen, im einstelligen Prozentbereich liegt und damit unterhalb des Bundesdurchschnitts von Eltern insgesamt, die ihre Kinder befreien lassen wollen. Denn das gibt es ja auch bei Eltern nicht muslimischer Herkunft aus sehr unterschiedlichen Gründen, teilweise auch religiösen Gründen, wenn sie zum Beispiel an evangelikale Gruppen und aber auch andere orthodoxe Gruppen denken innerhalb des Christentums und anderer Religionen. Ja, ich möchte weiter fortfahren mit Beobachtungen zur Wahrnehmung des Islam in der Schule und zunächst einmal unter dieser Überschrift "Der fremde Islam irritiert" ein bisschen ausführen, was denn eigentlich so das Irritierende zu sein scheint, wie sich das ausdrückt. Es ist häufig so, dass wenn es im Hinblick auf das Verhalten von Kindern aus muslimischen Familien in Schulen geht, Lehrer und Lehrerinnen dazu tendieren, dieses Verhalten zurückzuführen auf die muslimische Herkunft. Es wird dann davon gesprochen, wir haben Probleme mit bestimmten Schülern, Schülerinnen. Es scheint daran zu liegen, dass die Familien sehr religiös sind. Sie benehmen sich auf diese oder jene Weise abweichend von dem Mainstream, dem Gewohnten. Und deswegen kommt leicht die Formulierung auf, sie verhalten sich so, weil ihre Kultur, und damit ist eigentlich die Religion gemeint, so ist. Das ist ein Rahmen, in dem wir nennen das essentialistische Deutungsmuster, hier mit homogenisierenden Zuschreibungen von Eigenschaften und zu religiös-kultureller Herkunft verbreitet sind. Die verdichten sich in Topoi, die, wenn sie wie ich häufiger in Lehrerfortbildungen unterwegs sind, tatsächlich fast schon auf Knopfdruck geäußert werden, nämlich: Der kleine muslimische Macho, mit dem die Lehrerin Probleme hat, weil sie nicht zu ihm durchdringt und wo sie dann wissen möchte, welches Rezept Wissen braucht sie, um sozusagen diese Beziehung herzustellen zwischen sich und dem kleinen muslimischen Macho, der ja, wie sie dann annimmt, von zu Hause nichts anderes gewöhnt ist, als dass seine Wünsche immer erfüllt werden und dass er keiner Frau gehorchen muss. Und auf der anderen Seite haben Sie den Topos des unterdrückten Kopftuchmädchens, das deswegen so still im Unterricht ist, weil es eben aufgrund des Kopftuches identifizierbar ist als Kind, Mädchen aus einer religiös-traditionalistischen, orthodox-muslimischen Familie, in der es nicht anders sein kann, als dass Mädchen nicht sprechen dürfen, und so dürften sie dann auch in der Schule ihre Stimme nicht erheben. Das ist also so eine Problemanzeige, mit der man sehr schnell in Kontakt kommt, wenn man Lehrerfortbildungen durchführt zum Thema Islam in der Schule, Bedeutung der Religion im Unterricht oder in Schule. Gleichzeitig ist auffällig, dass die Religiosität oder Religion grundlegend als Gegenstand von Diskussionen in der Klasse, in, sagen wir mal, fächerübergreifend, eher keine Regel ist, eher keine Praxis in Schule ist.
Es wird eher, wenn Sie mit Lehrerinnen in solchen Fortbildungen darüber sprechen, haben Sie dieses Thema denn mal offen, auch im Klassenraum, im Klassenzimmer angesprochen, gesagt, das möchte ich lieber nicht tun. Ich weiß nicht, wie ich mit den religiösen Gefühlen der Schüler umgehen soll. Und ich habe auch Angst, dass wir Konflikte haben in der Klasse, die ich dann nicht wieder einfangen kann. Also es bleibt das diffuse Gefühl, ich habe es zu tun mit religiös problematischen Verhaltensweisen und Einstellungen als Lehrer oder Lehrerin, aber ich kann es nicht zur Sprache bringen, weil ich dann quasi das nicht mehr eingefangen bekomme und in einer Problemsituation mich innerhalb der Klasse womöglich befinde und die sogar angeregt habe mit meiner Nachfrage, die ich nicht mehr beherrschen kann. Hier wäre die Frage, wie steht es eigentlich mit dem, was man so Religious Literacy nennt, der Lehrer und Lehrerinnen, also die Fähigkeit, selbst auch über Religion zu sprechen, über das eigene Verhältnis zur Religion und in der Lage zu sein, die unterschiedlichen Verhältnisse zur Religion in der Klasse zu moderieren, also moderierende Gespräche darüber zu führen. Es gibt eine große Nachfrage von Lehrern und Lehrerinnen nach Fortbildung zum Islam, insbesondere im Kontext der religiösen Fundamentalismen wie dem Salafismus. Sie finden spezielle Fortbildungen etwa zu sogenannten muslimischen Ehrenkulturen. Es geht vor allen Dingen um Präventionsmöglichkeiten gegenüber Radikalisieren und das, was ich eben schon gesagt habe, so eine Art Rezeptwissen für den Umgang mit denen oder ihnen, sprich den anderen, den Fremden, den allzu Fremden. Gleichzeitig gibt es Entwicklungen, die wiederum zeigen, dass der Raum Schule versucht, sich gegenüber der Tatsache, dass es einen größeren, zunehmenden Anteil von muslimischen Schülern und Schülerinnen gibt, sich dem gegenüber zu öffnen, einen Raum zu bieten, in dem es möglich wird, über Religion zu sprechen, Wissen über Religion sich anzueignen. Und dieser Raum ist ein sehr explizit zugewiesener. Wir haben ja Schule strukturiert durch die Fächer, die zuständig sind für bestimmte Inhalte. Und hier ist jetzt das Fach der Religionskunde oder des Religionsunterrichts zugewiesen als der Ort, an dem über genau all diese Themen, die wir vorhin kurz angesprochen haben oder ich besser gesagt ansprechen können, die dort verhandelt werden sollen und in unterschiedlichen Strukturen, sei es gezielt für Muslime in einem eigenen muslimischen Religionsunterricht, der inzwischen vorbereitet wird und letztlich dann auch verantwortet über islamisch-theologische Institute, die es auch inzwischen an deutschen Universitätsstandorten gibt, etwa in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Oder eben in der jeweils unterschiedlichen Ausprägung, die passend ist zu den Kultusvorschriften, Kultusrahmenbedingungen, gesetzlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Bundesländer, weil, wie Sie ja, denke ich, wissen, die Bundesländer, die 16 in Deutschland, in dieser Sache ihre Hoheit haben. Es keine zentrale Verantwortung, sondern die bundeslandspezifische Verantwortung gibt. Und von daher haben wir sehr unterschiedliche Modelle. Wir haben Modelle, bei denen es um Unterricht geht, der nennt sich dann Ersatzunterricht wie Werte und Normen oder Ethik, in dem auch religionskundliche Inhalte mal angesprochen werden, aber nicht vorrangig. Es gibt andere Formen oder Modelle, wie etwa in Bremen mit einem Religionsunterricht, der religionsgruppenübergreifend erteilt wird und über alle größeren Religionsgruppen auch religionskundliche Inhalte vermittelt, also kein Religionsunterricht, der konfessionell gebunden ist und auch Bekenntnisunterricht sein will. Und Sie haben zum Beispiel in Hamburg den Religionsunterricht für alle, der sich orientiert an dem englischen Modell der Religious Education for All, wo es eben auch, so heißt ja der Titel, darum geht, dass alle in einem gemeinsamen Unterricht über ihre unterschiedlichen Religionen auch Kenntnis erhalten. Wenn ich Ihnen diesen kleinen Ausflug sozusagen in die Landschaft des Religionsunterrichts in deutschen Bundesländern, in den Schulen hier vermittelt habe, dann war mir eben wichtig zu sagen, auf der einen Seite gibt es diese vielfältigen, sagen wir mal, Probleme,
Zeichnungen aus unterschiedlichsten Fachkontexten. Das sind ja keine Problemanzeigen, die aus dem Religionsunterricht heraus formuliert werden, sondern aus sehr unterschiedlichen Unterrichtsfachkontexten. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Platz, an dem über Religion geredet werden soll, geredet werden kann. Das ist dann in den unterschiedlichen Konstellationen so ein Religionsunterricht. Meine These wäre, deswegen habe ich diesen Begriff der Religious Literacy vorhin auch angesprochen, dass es notwendig wäre, dass Lehrer insgesamt und Lehrerinnen in der Lage sind, entsprechende Situationen in ihrer Klasse aufgreifen zu können, zur Sprache bringen zu können, moderieren zu können und es nicht zuweisen einem religionskundlichen oder konfessionellen Religionsunterricht. Jetzt möchte ich mit Ihnen einen Blick werfen auf eine sehr aktuelle Untersuchung, Vielfalt im Klassenzimmer des Sachverständigenrats und des Berliner Instituts für Migrations- und Integrationsstudien, eine Studie aus 2017, bei der Einstellungen von Lehrkräften zu Aspekten von religiöser Vielfalt im Zusammenhang mit Deutschsein, Religionspolitik und Muslimen abgefragt worden sind. Ich habe das jetzt hier so ganz wertend schon formuliert, die gute Nachricht: negative Einstellungen zu Musliminnen treten bei Lehrkräften in geringerem Maße auf als bei der allgemeinen Bevölkerung. Und jetzt könnte man sich ruhig zurücklehnen und sagen, dann ist doch alles gut. Warum hat denn Frau Karakaş-Oğlu diesen Titel mit institutionalisierter Islamfeindlichkeit so formuliert? Kann es doch gar nicht geben. Die Menschen, die in der Institution unterwegs sind, scheinen doch offenbar ganz offen zu sein, ganz weltoffen. Auch der nächste Befund würde in diese Richtung hin uns bestätigen. Es gibt bei Ihnen eher eine Tendenz, religiöse Vielfalt zu akzeptieren als in der Allgemeinbevölkerung. Wenn 80% der Einführung eines islamischen Religionsunterrichts zustimmen, ist das auch ein Zeichen dafür, dass Sie in der Mehrzahl, in der überwiegenden Mehrzahl erkennen, dass es einen Ort geben muss in Schule, wo dieses Thema angesprochen, verhandelt, gelernt werden kann. Und doch muss ich ein bisschen Wasser in den Wein schütten, denn über ein Drittel aller Lehrkräfte halten Muslime für weniger bildungsorientiert. Und hier gibt es nochmal zwischen West- und Ostdeutschland unterschiedliche Tendenzen dieser Einstellung. Was ist das Problematische daran? Man könnte umgekehrt sagen, ja, mein Gott, zwei Drittel der Lehrkräfte halten Sie offensichtlich für bildungsorientiert. Warum finden Sie ein Drittel so problematisch? Jetzt nehmen Sie ein Kollegium einer etwas größeren Sekundarschule oder Oberschule, wie sie unterschiedlich heißt, oder Stadtteilschule in den unterschiedlichen Bundesländern, 100 Lehrer an einem Lehrerkollegium und Lehrerinnen natürlich auch. Und davon sind 30 der Meinung, dass Muslime per se grundsätzlich eher nicht bildungsorientiert sind. Und damit verbunden ist auch eine negative Leistungserwartung an ihre Schüler und Schülerinnen, die sie in ihren Klassen haben. Und wir wissen auch aus dieser Untersuchung, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen der Leistungserwartung, die ein Lehrer und eine Lehrerin an seine oder ihre Schülerin hat, und dem, was dieser Schüler dann auch bieten kann. Je nachdem, wie viel Resilienz er von Haus aus mitbringt, gegen solche negativen Leistungserwartungen sich dagegen zu stemmen und zu beweisen, ne, sozusagen. Das kann ja auch ein Trigger sein, dass man sagt, jetzt zeige ich erst recht, dass ich was kann. Wenn ich aber diese Resilienzfaktoren gar nicht mitbringen kann aus dem sozialen Umfeld, dann ist das tatsächlich ein sehr, sehr massives, ein massiver Faktor, der meine Leistungsfähigkeit und Bereitschaft dann auch sehr beeinträchtigt. Also, ich halte diese Zahl für nicht entalarmierend, sondern im Gegenteil. 50% lehnen das Tragen eines Kopftuches bei einer Lehrkraft ab. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. 54% meinen eher viel bzw. sehr viel über Muslime zu wissen. Bei der allgemeinen Bevölkerung gilt es nur für 31%. Also hier ist ein höherer Wissensstand vorhanden. Aber was heißt das inhaltlich? Einerseits ist das durchaus etwas, was sage ich mal, zuversichtlich stimmt. Auf der anderen Seite muss man sich aber fragen, was ist das, der Inhalt des Wissens, was sie zu haben hier glauben oder angeben? Wir haben hier ein paar Einblicke in so Wissen über Islam und Muslime bei der allgemeinen Bevölkerung und auch bei Lehrern und Lehrerinnen. 38% sind der Meinung, wer ein Kopftuch trägt, kann nicht deutsch sein, allgemein in Deutschland in der Befragung.
Für aktive Lehrkräfte, das ist dann nochmal so in der Befragung differenziert worden, gilt, dass das in etwa ein bisschen weniger als bei der Allgemeinbevölkerung ist. Sehr viel mehr denken ehemalige Lehrkräfte, dass das so ist, dass wenn jemand ein Kopftuch trägt, er eigentlich nicht deutsch sein kann. Und bei denjenigen, die noch in der Ausbildung sind, ist es deutlich weniger. Das hat offensichtlich etwas mit Generationen zu tun, mit Zusammenleben, mit Gewohnheit, mit dem, das womöglich sogar schon aus der eigenen Sozialisation kennen. 27% der Bevölkerung insgesamt sind überzeugt, Muslime seien aggressiver als ihre eigene Gruppe. Das ist bei den aktiven Lehrern und Lehrern 15%, bei 25% in Ausbildung und 27% ehemalige Lehrkräfte. Hier könnte man jetzt sagen, möglicherweise schleift sich das, diese Sichtweise ab, wenn man im aktiven Lehrbetrieb ist und das vor Ort besser einschätzen kann. Es ist offensichtlich eine größere Sorge und Bedrohung bei denjenigen, die in Ausbildung sind. Und bei den ehemaligen Lehrkräften würde ich sagen, ist das möglicherweise wieder eine Generationenfrage. Also sind aber jetzt von mir auch nur, sage ich mal, Angebote der Interpretation und keine hier schon geprüften Zusammenhänge. Ja, ein Drittel glaubt nicht, dass Muslime genauso bildungsorientiert seien wie eigene Gruppe, hatte ich eben schon gesagt. Und jetzt kommt der Punkt, woher kommt eigentlich das Wissen über Muslime und Musliminnen? In aller Regel in der Gesamtbevölkerung, hier habe ich kein spezielles Datum, keine Zahl, die für Lehrer und Lehrerinnen gilt, aber hier sehen wir, wie wichtig die Medien sind, das Fernsehen oder auch Zeitungen und Zeitschriften und durchaus auch noch das Gespräch mit Muslimen, wenn man denn welche im Umfeld hat, was für Westdeutschland deutlich anders sich darstellt als für Ostdeutschland. Ja. Die Frage, welche Bedeutsamkeit hat eigentlich islamische Präsenz von Muslimen in Deutschland, spielt eine wichtige Rolle bei der Frage, inwiefern wird sozusagen das Dasein, das Zusammenleben, die Tatsache, dass Muslime in Deutschland leben, als Normalität wahrgenommen oder als etwas, was möglicherweise sogar eine Bedrohung ist oder so etwas zu tun haben könnte mit einem schleichenden, das wird ja manchmal auch gesagt, die schleichende Islamisierung des Abendlandes, die Sorge, dass eine christlich-jüdisch-abendländische Kultur muslimisch unterwandert werden könnte. Hier stellen wir fest, dass ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung tatsächlich glaubt, dass der Anteil der Muslime deutlich höher ist als der, der tatsächlich ist. Insgesamt kann ausgegangen werden von etwa 5-6% Muslimen in Deutschland. Zwei Drittel der Befragten nehmen eigentlich die doppelt so hohe Zahl an, nämlich 11%, oder einen doppelt so hohen Anteil, müssen wir sagen. Und 23% glauben sogar, er liege bei 21% und mehr, was eine sehr, sehr hohe Anzahl ja bedeuten würde und sehr viel darüber aussagt, wie stark man wahrnimmt, dass sich im Umfeld Muslime tatsächlich als präsente Gruppe zeigen. Ja, das habe ich eben schon angesprochen mit der Aussage, der Islam passt nicht in die westliche Welt. Und ja, jetzt habe ich nochmal aus dem Bertelsmann Religionsmonitor von 2013 eine Grafik, die das noch etwas deutlicher auch im Vergleich mit anderen Religionsgruppen zeigt. Und der Ausschlag hier, der negative Ausschlag im Hinblick auf Bedrohung für das Jahr 2013, beim Islam wird sehr deutlich, insbesondere im Vergleich mit anderen Religionsgruppen. Interessanterweise auch der Atheismus gilt noch als bedrohlicher als die anderen Religionen. Ja, was wirkt auf diese Vorstellung, dass überall oder viele in hohem Maße, höherem als tatsächlich vorhanden, Muslime im Alltag, in der Gesellschaft präsent sind? Was wirkt auf die Vorstellung, dass das auch eine Bedrohung beinhaltet und mit Aggressionspotenzial verbunden ist, dass sich dann auch in Schulen Bahn bricht, wie angenommen wird oder wie beobachtet zu werden scheint? Das hier ist einfach mal eine Zusammenstellung von Cover-Bildern aus dem Stern und aus dem Spiegel. Beide sind ziemlich
professionell darin, dieses Thema immer wieder mit neuen, sehr bedrohlichen und bildgewaltigen Farben und Konstruktionen zu illustrieren, über die tatsächlich, ja, wenn man das jetzt so in dieser Zusammenschau sieht, eine sehr, schon unmittelbar ein Gefühl von Sorge, von Bedrohung, von Angst ausgelöst wird. Auf die einzelnen möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Im Grunde genommen war das auch eine gewisse Erinnerung an den letzten Vortrag, der das ja zum zentralen Gegenstand hatte, wie Medien zu dem Thema arbeiten und wie sie dazu beitragen, dass bestimmte Bilder in den Köpfen sich verfestigen. Ich nehme darauf Bezug, weil wir gerade eben gesehen haben, wie wichtig Medien sind, wenn es darum geht, das Wissen über den Islam sich anzueignen. Und Lehrer und Lehrerinnen sind davon ja nicht ausgenommen. Sie sind auch unter dem Einfluss und es sind durchaus Zeitschriften, die insbesondere in Lehrer- und Lehrerinnenkreisen durchaus häufig konsumiert werden und herangezogen werden, wenn es um Belege für bestimmte Einstellungen, für bestimmtes Wissen, was dann wiedergegeben wird, geht. Die politischen Diskurse, ich hatte das eingangs ja schon an dem Beispiel, der Islam gehört zu Deutschland oder gehört nicht zu Deutschland und einige Politiker, Namen, die ich genannt habe, angesprochen. Hier will ich es nochmal konkreter machen. Auch der politische Diskurs hat seinen Einfluss auf die in den Deutungsrahmen und die Denkmuster zu Islam und Muslimen bei Lehrkräften. Wenn wir hier etwa einen Auszug aus dem 10-Punkte-Plan der CSU nehmen, WK, ich komme aus Bremen, der Weser-Kurier ist für Bremen ein Tagesblatt, das man gerne liest, um sich erst einmal grundlegend zu informieren, auch ich tue das und so habe ich hier diesen Ausschnitt, der über die Deutsche Presseagentur, aber auch an andere Medien vergeben worden ist und dort wiedergegeben wurde. Wenn Sie hier so etwas lesen wie die Werte und Prägung unserer Heimat sorgen für Identität und Zusammenhalt. Nur wer der eigenen Sache sicher ist, kann anderen offen und tolerant begegnen. Dagegen müssen wir klar machen, wer Kreuze abnehmen will, das ist diese insbesondere auf Bayern bezogene Diskussion, inwiefern in Schulklassen, in Klassenräumen ein Kreuz hängen darf und soll, während auf der anderen Seite das Kopftuch der Lehrerin, darf das auf dem Kopf der Lehrerin sein? Das war mal so eine ganz zentrale Diskussion Anfang der 2000er und es zieht sich bis heute durch als ein Topos. Wer Schweinefleisch verbannen und Martinsumzüge in Lichterfeste umbenennen will, ist nicht tolerant, sondern betreibt gefährliche Selbstverleugnung. Und was ich an diesem Auszug besonders in gewisser Weise vielleicht auch unfreiwillig komisch finde, ist, dass diese Aneinanderreihung von Kreuzen, Schweinefleisch und Martinsumzügen und die Vorstellung, dass jetzt das Schweinefleisch sozusagen zu einem Marker der Zugehörigkeit erkoren wird. Und ich weiß nicht, wie viel Konsens hier in diesem Raum darüber erzielbar wäre, wenn wir jetzt fragen würden, wer von Ihnen meint auch, dass das Schweinefleisch zum Abendland gehört. Wenn Sie von der christlich-jüdischen, abendländischen Kultur sprechen, haben Sie schon wieder ein Problem. Aber ich will das, wie gesagt, auch das jetzt erstmal so stehen lassen. Weitere Beispiele für politische Diskurse. Die entsprechende Bilder über Islam und über die Berechtigung des Islam, sich im öffentlichen Leben eine Stimme zu verschaffen, wahrgenommen zu werden, bestimmte Bedürfnisse zu artikulieren und über diese überhaupt erstmal in Verhandlung zu treten. Darum geht es ja jetzt erst einmal. Dann gibt es hier ein Beispiel noch aus einem anderen Zitat. Mit seinen Überlegungen zur Einführung eines muslimischen Feiertags in Teilen Deutschlands stößt Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf Kritik in den eigenen Reihen. Unser christliches Erbe ist nicht verhandelbar, sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Islamfeiertage in Deutschland einzuführen, kommt für uns nicht in Frage. Hier wird eine unmittelbare Gegenüberstellung gemacht. Die Einführung eines islamischen Feiertages würde dazu führen, dass das christliche Erbe als verhandelbar gelten würde. Wir sagen Deutungsmuster, Denkmuster, Deutungsrahmen, mit Sprache wird gearbeitet. Hier wird sehr suggestiv vermittelt, dass etwas Zugeständnis an die eine Seite immer bedeuten muss, dass die andere Seite etwas abgeben muss. Und dann würde ich sagen, ist nicht weit her, dass das auch etwas zu tun hat mit Schüren von Ängsten, von Bedrohungsszenarien, von Sorgen. Nebenbei gesagt,
das, was hier so in der Zeitung und in den Zitaten so als großes Problem aufgemacht wird, hat sich in der Verhandlung zwischen muslimischen Gemeinden und den Stadtstaaten Bremen und Hamburg schon darin quasi als eine Praxis und als eine Vereinbarung gelöst, dass nämlich bei hohen islamischen Feiertagen, die mehrere Tage dauern, zweimal im Jahr das Opferfest und das Fest am Ende des Ramadan, dass diese Feste da ein Tag freigenommen werden kann, sowohl in Betrieben wie auch an Schulen. Dafür ist also schon eine ganz pragmatische Lösung gefunden worden, die überhaupt nicht groß an die große Glocke gehängt worden ist bundesweit. Ja, ich möchte jetzt mit Ihnen zu dem Teil meines Vortrags kommen, wo es um die Frage der institutionalisierten Islamfeindlichkeit geht. Und dafür müssen wir zunächst einmal uns mit einigen Begriffen auseinandersetzen. Warum benutze ich Islamfeindlichkeit? Ich hätte auch, und das habe ich für den Titel des Vortrags so nicht verwendet, aber eigentlich gehe ich auf die Frage der institutionellen Diskriminierung in ihrer Steigerung auf institutionellen Rassismus ein. Und dafür muss ich mit Ihnen zunächst einmal diesen Begriff ein bisschen erarbeiten. Wie definiere ich den oder wie wird er in der Wissenschaft definiert? Und wie findet er sich dann in der Empirie in tatsächlich praktischen Beispielen aus dem Schulalltag? Und dazu habe ich aus eigenen Untersuchungen einige zusammengestellt, die ich Ihnen vorstellen will, wieder. Was heißt institutionelle Diskriminierung? Zunächst einmal ist dazu zu sagen, dass institutionelle Diskriminierung, ich muss mal kurz, weil hier meine Notizen nicht sichtbar sind auf dem Bildschirm, meine Notizen aus dem, Moment, aus meinem Ausdruck, genau, da ist es. Institutionelle Diskriminierung bedeutet das kollektive Versagen einer Organisation, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Kultur oder ethnischen Herkunft eine angemessene und professionelle Dienstleistung zu bieten. Woher kommt eigentlich dieser Begriff? Er hat seinen Ursprung in der Etablierung, er hat seinen Ursprung im angloamerikanischen Raum, und zwar aus dem Abschlussbericht der McPherson-Kommission aus dem Jahr 1999, anlässlich der unaufgeklärten Ermordung des schwarzen College-Schülers Stephen Lawrence. Dort hat man sich auseinandergesetzt mit der Frage, inwiefern in den verschiedenen Hierarchieebenen des Polizeiapparats der institutionelle Rassismus eingebettet ist, inkorporiert ist, wie wir sagen. Und es nicht möglich war, oder anders, es möglich war, rassistisch motiviert diese Ermordung nicht aufzuklären. Ich muss mal überlegen, ob ich den Satz richtig formuliert habe. Also die Ermordung an einem schwarzen College-Schüler war nicht möglich aufzuklären, weil innerhalb der Hierarchiestrukturen des Polizeiapparates keiner bereit war und in der Lage war, darüber zu sprechen, das öffentlich zu machen. Und darüber deutlich geworden ist, dass in der Institution schon eigene Rassismen verankert sind und es deswegen nicht möglich war, eine rassistisch motivierte Tat aufzudecken. Und von daher kommt dieser Begriff der institutionellen Diskriminierung, des institutionellen Rassismus. Er kann in Prozessen, Einstellungen und Verhaltensweisen gesehen und aufgedeckt werden, die durch unwissentliche Vorurteile, Ignoranz und Gedankenlosigkeit zu Diskriminierung führen und durch rassistische Stereotypisierung die Angehörige ethnischer Minderheiten benachteiligen. Der Begriff kann dann als angemessen gelten, wenn Zusammenhänge zwischen politischen Strategien, institutionalisiertem Wissen, öffentlichen Diskursen und Praxis in Organisationen hergestellt werden kann. Es ist also kein Catch-all-Begriff, es ist kein Begriff, den man bei jeder Art von Rassismus verwenden kann. Institutioneller Rassismus ist es dann, wenn diese Zusammenhänge tatsächlich sichtbar gemacht werden können, wenn die Zusammenhänge deutlich werden mit institutionellem Wissen und den Diskursen und Praktiken. Deswegen habe ich vorhin auch sehr viel auch nochmal Sie mitgenommen in öffentliche Diskurse, mediale Diskurse, politische Diskurse. Im Hinblick auf den Islam gibt es Befunde aus Untersuchungen hier von Yasemin Schomann, die darauf verweisen, dass der Islam zu einer Art Rassifizierung herangezogen wird, der Menschen, die tatsächlicher oder vermeintlicher muslimischer Religionszugehörigkeit sind. Und
Sie formuliert das wie folgt: Aus einer dominanten gesellschaftlichen Position heraus werden Sie, in diesem Fall muslimische Menschen oder Menschen, denen die muslimische Religionszugehörigkeit zugeschrieben wird, unabhängig von einem individuellen Glaubensbekenntnis, als eine homogene und quasi natürliche Gruppe in binärer Anordnung zu Weißen, christlichen oder auch atheistischen, deutschen bzw. Europäern konstruiert und mit kollektiven Zuschreibungen versehen. Es wird ein Wissen über sie und ihr Wesen als Gruppe erzeugt und sie gelten anhand verschiedener Merkmale als identifizierbar. Wenn Sie sich jetzt noch mal erinnern, was ich vorhin gesagt habe über das Wissen zu Muslimen, weniger bildungsorientiert zu sein, aggressiver zu sein, das Merkmal Kopftuch, Merkmal dafür, nicht deutsch zu sein, da wird es quasi Religion und Ethnie wird sozusagen in einen direkten Zusammenhang gebracht. Sehen Sie, es gibt Zuschreibungen zu einer Gruppe, die als muslimisch identifiziert wird und bei der das Individuum selbst gar keine Möglichkeit mehr hat zu sagen, aber das stimmt doch gar nicht für mich, ich bin ein Individuum und ich habe auch gar nicht diese Vorstellung von Islam, die da an mich herangetragen wird, sondern das ist sozusagen monolithisch für sich abgeschlossen und wird als Paket vermittelt. In diesem Zusammenhang ist es auch sinnvoll, auf das Konzept des Orientalismus Bezug zu nehmen, in dem Zusammenhang Othering-Prozesse von Bedeutsamkeit werden für die Gegenüberstellung von dem Islam und dem Westen. Denken Sie an Huntington und seinem Clash of Civilizations, in dem er diese Gegenüberstellung vorgenommen hat, ein Buch, das sich millionenfach verkauft hat und sehr stark war, auch im bildungsbürgerlichen Kontext wahrgenommen wurde, als quasi die Erklärung für Probleme zwischen Völkern auf der Basis ihrer kulturellen Zugehörigkeit, nicht geopolitische Fragen, nicht ökonomische Fragen, ökologische Fragen, sondern einzig und allein Zugehörigkeit zur Religion, Zugehörigkeit zu Kultur als Ursache für Konflikte, als Ursache für Kriege. Das Ganze steht immer in einem Zusammenhang damit, dass hier Hierarchiebeziehungen vorhanden sind zwischen den einen und den anderen, die einen, die den anderen eine Stellung zuweisen können, ihnen eine Rolle im Geschehen zuweisen können und ihnen auch Merkmale zuweisen können, gegen die sich die andere Gruppe aufgrund ihrer inferioren, subordinierten Stellung nicht wehren kann. Also, Othering ist eine gewaltförmige soziale Praxis des Fremdmachens und sie hat nach Said und Geriati Spivak ihren Ursprung im europäischen Kolonialismus. Und damit haben wir alle uns auch auseinanderzusetzen, wo genau diese Bilder, wo diese Zuordnungen zu bestimmten Merkmalen für bestimmte Gruppen herkommen. Das habe ich gerade erklärt, dass bestimmte gesellschaftlich machtvolle Akteurinnen die Deutungsmacht für die Zuordnung haben, Einzelner zu einem Wir oder zu den anderen. Und diese Zuordnung zu den anderen ist eine Zuordnung dazu, weniger zivilisiert zu sein und weniger legitimiert, die Gesellschaftsordnung mitzubestimmen. Zum Beispiel die Ordnung dessen, was an Schule zu gelten hat. Das Verrückte an diesem Konstrukt des Orientalismus ist, dass der andere, der Fremde, gleichzeitig immer noch irgendwie mysteriös, anziehend, exotisch, spannend bleibt. In dem so ganz anders sein als man selbst. Aber man hat die Macht und wir haben die Macht, dieses Anderssein zuzuweisen und sozusagen an- und abzustellen, wann wir Exotik gut finden und wann wir Exotik nicht mehr gut finden. Gut, Rassismus ist Alltagsrassismus und ist erkennbar, wenn wir in Äußerungen, in Formulierungen oder auch in bildlichen Darstellungen so etwas wieder erkennen wie eine Homogenisierung einer Gruppe. Menschen werden quasi zu einer Gruppe homogenisiert, Essentialisierung, Zuordnung bestimmter Wesensmerkmale zu einer Herkunftsgruppe und Dichotomisierung, wir und die anderen. Der andere ist ganz anders als ich. Ich sage, du bist anders, du bist deswegen anders und ich kann deswegen mit dir nicht kommunizieren. Du ordnest dich nicht dem System unter, was das Gültige ist, was ich für gültig erkläre. Ja, so und jetzt komme ich zu meinen vier Beispielen, fast zum Abschluss meines Vortrags. Es dauert jetzt noch etwa, damit Sie sich orientieren können, etwa 10 Minuten. Ich hoffe, Sie sind soweit noch fit und frisch am späten Abend. Jetzt haben Sie fast keine andere Chance, als irgendwie zu nicken. Ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Ja,
Hier habe ich Ihnen einen Satz mitgebracht, der es in sich hat. Jetzt kommen die Aisches auch ins Lehrerzimmer und bringen den Islam mit. Woher stammt dieser Satz? Eine Doktorandin von mir hat gearbeitet über das Referendariat als Ausbildungsphase, in der Rassismen sichtbar werden. Und hier geht es darum, dass zunehmend Referendarinnen und Referendare mit sogenanntem Migrationshintergrund in Schule kommen und dort aufgenommen werden und wie sie dort aufgenommen werden, mit was für Vorbehalten, mit was für Reaktionen sie teilweise dort konfrontiert sind. Und hier berichtet eine Referendarin das erste Mal den Eintritt in das heilige Lehrer- und Lehrerinnenzimmer. All diejenigen unter Ihnen, die keine Lehrer sind, aber Eltern zum Beispiel, wissen, wie heilig Lehrerzimmer sind. Man kommt da ja im Grunde kaum rein, wenn man nicht autorisiert ist. Und sie hat aber jetzt hier die Autorisierung, denn sie ist Referendarin und muss ja lernen, in der Praxis auch Lehrerin zu sein. Und kommt nun also rein in diese Ausbildungsschule, in das Lehrerzimmer und diese Bemerkung fällt. Und sie beschreibt gegenüber der Interviewerin, also meiner Doktorandin, Aysun Kul hieß sie damals noch, heute heißt sie Domusch, dass sie die Situation als eine empfunden hat, in der sie sich auf demütigende Weise als stigmatisiert und in einer missionarischen Tätigkeit im Namen des Islam verknüpft sieht. Sie kommt ins Lehrerzimmer und sie ist die Personifizierung, da hinten ist eine Frage, aber wir wollten, glaube ich, jetzt keine Zwischenfragen zu. Können Sie die noch bewahren oder geht es um etwas? Das dürfte ich gar nicht. Das ist aber nicht Bayern. Das ist sehr viel nördlicher als Bayern. Aber ich darf nicht sagen, wo das ist. Also wir können es da nicht aus der Affäre ziehen, indem wir das einfach auf Bayern zuweisen. Das ist nicht so. Moment, ich muss noch mal wieder zurückfinden. Haben Sie ein Wort für mich, wo ich wieder weitermachen kann? Was war mein letztes? Ja, und sie hat es als, wie gesagt, als stigmatisiert, mit sich stigmatisiert gefühlt. Ja, sie wird, um noch mal zurückzugehen auf diese Punkte, Homogenisierung, Essentialisierung, Dichotomisierung, Zuweisung einer Rolle. Sie kommt, wie wir sagen würden, vielleicht ganz harmlos in dieses Lehrerzimmer und plötzlich wird sie zur Repräsentantin des Islam und sie bringt den Islam mit. Es ist etwas, auch, die kommen auch ins Lehrerzimmer. Bisher waren sie ja außen. Das heilige Lehrerzimmer war noch befreit. Es war sozusagen islambefreite Zone. Jetzt kommt der Islam auch noch dorthin und durch eine Person personifiziert und man ist sozusagen ihm ausgesetzt und kann nichts mehr dagegen tun. Ein Beispiel für antimuslimischen Rassismus. Sie werden mir hoffentlich zustimmen, dass ich das so nennen darf. Dann haben wir ein weiteres Beispiel. Muslimische Machos und Kopftuchträgerinnen dominieren den Stadtteil. Ein Ausbildungsleiter und Lehrer an einer Schule, Herr Vogt, erzählt. Also wir haben eine ganz taffe junge Frau, die aus der Türkei irgendwann vor, was weiß ich, 10 oder 9, das ist jetzt ein direkter Interviewausschnitt, deswegen ist er nicht sozusagen geglättet sprachlich, irgendwann vor, was weiß ich, 10 oder 9 gekommen ist und so. Und die muss sich jetzt gegenüber bestimmten kurdischen, libanesischen, das ist manchmal nicht nachzuvollziehen in diesem Stadtteil, mit diesen Machos auseinandersetzen, die von vornherein, ich sage das mal ganz hart, ein gestörtes Verhältnis zu Frauen haben. Wenn die Frau 3 Meter hinter ihnen läuft, dann ist das in Ordnung, aber sie soll es nie wagen, auf gleicher Höhe zu laufen und sie sollte es ja nicht wagen, ihr Kopftuch abzunehmen. Wir haben hier eine Äußerung eines Ausbildungsleiters, eines Lehrers gegenüber einer Doktorandin, die ihn interviewt und er erzählt diese Beobachtung. Können Sie sich vorstellen, was für Bilder in seinem Kopf über seine Schüler in der Klasse, die diesen Herkunftsgruppen zuzuordnen sind und wie wir über das Kopftuch annehmen dürfen, von ihm dem Islam zuzuordnen sind. Sonst hätte er das Kopftuch wahrscheinlich als Merkmal gar nicht hier angesprochen. Wie also sein Verhältnis zu diesen Schülern sich gestalten wird mit diesen Bildern im Kopf, die auch wieder homogenisierend sind, essentialisierend. Und was Sie hier nochmal sehen, er kann den Unterschied gar nicht herstellen. Die sind irgendwie kurdisch oder libanesisch, ist es manchmal auch nicht nachzuvollziehen. Letzten Endes auch egal, weil irgendwie diese Gruppe, die sowieso als Muslime die Frauen unterdrückt und ein gestörtes Verhältnis zu Frauen haben. Das haben sie qua Religionszugehörigkeit, das ist fast schon biologistisch.
Und ein weiteres Beispiel von Herrn Vogt hier nochmal. Das erste Beispiel war nicht von Herrn Vogt mit den Eischüssen im Lehrerzimmer. Ich habe mich einmal energisch zur Wehr gesetzt, als es zum Beispiel um die Kopftuchfrage ging, weil ich angesichts der Schülerschaft und des Einzugsbereiches meine Probleme, dass die Referendarin mit Kopftuch die ganze Zeit auf die Schule ging, da kann man sicherlich auch ganz lange drüber diskutieren. Wir geben, indem wie wir auftreten, was wir machen, was wir anhaben, geben wir auch so ein bestimmtes Signal. Und da müssen wir sind eine staatliche Schule, da müssen wir genau hingucken, da müssen wir genauer gucken. Wären wir jetzt in einem Seminar, würde ich ein paar Interpretationsangebote ihrerseits mal zusammenfassen, an die Tafel schreiben. Wir würden dann so ein bisschen darüber diskutieren. Die Zeit haben wir jetzt hier nicht. Ich gebe Ihnen einige von meiner Seite und Sie können dann ja sehen, inwiefern das zu dem passt, was Sie sich dazu überlegen würden. Wir haben hier den Herrn Vogt, der offensichtlich eine sehr klare Vorstellung davon hat, wie sein Einzugsbereich strukturiert ist, in dem er da tätig ist, wo seine Schule verortet ist und dass er ein Gegenprogramm zu dem leisten muss, was ansonsten im Stadtteil als üblich gilt. Wir erinnern uns nochmal an das Zitat mit den Frauen, die drei Meter hinter den Männern laufen müssen, die ein Kopftuch tragen und nicht wagen dürfen, es abzunehmen. Und hier geht es also darum, dass er meint, wenn eine Lehrerin mit Kopftuch an die Schule käme, wäre das genau das falsche Signal in Richtung, Frau muss 3 Meter hinter dem Mann laufen und hat nichts zu sagen. Wenn man sich das genauer anschaut und sich dann überlegt, die Lehrerin kommt in die Schule, sie ist Lehrerin, sie hat eine Ausbildung vollzogen, sie steht vor der Klasse, sie hat mit Eltern zu sprechen, sie hat keinesfalls die Rolle einer 3 Meter hinter ihrem Mann herlaufenden Frau, die Angst haben muss, es setzt was, wenn sie das Kopftuch abnimmt. Aber er setzt das in einen solchen Zusammenhang und er hat ein sehr festgefahrenes Bild von dem, was Muslime sind und was seine Rolle als Schule ist, dem etwas entgegenzusetzen, dieser Lebenswelt. Und wie bedrohlich das ist, was da um ihn herum sich tut im Stadtteil. Ein letztes Beispiel aus einem Schulpraktikum. Wir haben auch mit Lehramtsstudierenden gesprochen über ihre Erfahrungen im Schulpraktikum. Hier eine Lehramtsstudierende ohne einen sogenannten Migrationshintergrund. Ich habe das überschrieben als illegitime muslimische Sonderwünsche und werde auch das jetzt noch vorlesen. Jetzt die Schule, wo ich war, die hat 60% Schüler mit Migrationshintergrund, also eine sehr hohe Zahl. Die besteht hauptsächlich aus Russen, Türken und Arabern, was weiß ich was. Sie sehen auch da wieder so eine amorphe Masse von Menschen, man weiß nicht genau, wo die herkommen, aber die sind fremd. Was mich ganz erstaunt hat, letzte Woche Donnerstag kam eine Lehrerin an, ja, die haben Zuckertag. Und ich dachte, hä, was ist Zuckertag? Und ich habe wirklich... Weiß nicht, also ich wusste es einfach nicht. Und die Lehrerin guckte mich an, wie, du weißt das nicht? Und ich so, tut mir leid, ich weiß das nicht. Ja, Ramadan ist zu Ende und die Schüler dürfen offiziell an dem Tag fehlen. Und sowas, finde ich, geht gar nicht. Also, dass die da quasi eine Extrabehandlung bekommen und da zu Hause bleiben dürfen. Und da ist auch Unmut bei den Schülern aufgekommen, also bei den deutschen Schülern. Also ich habe mit denen geredet und die meinten auch, die finden es absolut scheiße, sie entschuldigen mich, das ist das Zitat, dass die anderen zu Hause bleiben dürfen, nur weil sie ihren Extrafeiertag da haben. Da erinnere ich an diese Diskussion mit dem Feiertag, muslimischer Feiertag, ne, was geben wir auf, was sollten wir aufgeben oder auch nicht. Was Sie hier sehen, interessante Gegenüberstellung der muslimischen Schüler und Schülerinnen, die diesen Extrafeiertag, eine Sonderbehandlung, etwas wie hier Daniela findet, eigentlich Unbotmäßiges erhalten, zu deutschen Schülern. Was sind denn dann die muslimischen Schüler? Sie erinnern sich auch an die Umfrage, wer kann Deutsch sein? Können Muslime Deutsche sein? Sie haben diese Bilder hier bei verschiedenen Gruppen, ne, Sie haben es bei den Ausbildungsleiter als Lehrer, Sie haben hier bei der Lehramtsstudentin entsprechende Bilder repräsentiert in ihren Erfahrungen, in ihren Deutungen dessen, was in Schule passiert, was rechtmäßig passiert, was unrechtmäßig passiert in Schule. Wer darf dort sein, wer darf Ansprüche stellen, wer darf das nicht qua Zugehörigkeit zu den anderen, die nicht Deutsche sind, weil sie Muslime sind. Und interessant, es gibt die Deutschen, die eben keine Muslime sein können, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ganz
verschiedene Gruppen. Das sind mal Kurden und Libanesen oder irgendwas so. Und hier sind es Russen, Türken, Araber, was weiß ich was. Dass das aber Kinder sind in aller Regel, die in Deutschland geboren sind oder zumindest nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland auch das Recht haben auf die deutsche Staatsangehörigkeit, dass das Kinder in Deutschland sind, die in der deutschen Schule die reguläre Schülerschaft darstellen und eben nicht Türken, Kurden, Araber, Libanesen, ist nicht im Bewusstsein dieser angehenden Lehrerin. So, jetzt als Kontrapunkt, was wissen wir eigentlich über junge Muslime und Musliminnen? Und ich hatte Ihnen versprochen, ich höre gleich auf, tatsächlich ist das so, das ist jetzt meine vorletzte Folie. Wenn es gelänge, in die Köpfe, in das Wissen von Lehrern und Lehrerinnen, auch Angehenden, mehr über die Differenzierung muslimischen Lebens in Deutschland, muslimischer Religionszugehörigkeiten, Orientierung, auch bei Jugendlichen, die damit sehr kreativ durchaus umgehen, für die nicht als einziger Bezugspunkt die nächste Moschee gilt, sondern sehr viele andere Punkte auch wichtig sind. Wenn es gelänge, dieses mehr ins Bewusstsein zu rücken, würde es möglicherweise helfen, diese sehr einseitigen Bilder, die auch medial und politisch vermittelt werden, zu konterkarieren. Wir haben hier eine Untersuchung über Muslime in Europa, ganz neu, 2017. Und was sehen wir? Junge Muslime sind überwiegend sehr offen für pragmatisch inklusive Tendenzen. Sie sind offen für das Feiern christlicher Feste wie Weihnachten, Ostern, sehr interessiert, mehr über andere Religionen zu erfahren. Sie haben sehr regelmäßige, alltägliche, selbstverständliche Freizeitkontakte. Sie fühlen sich, diejenigen, die aus Deutschland befragt wurden, zu einem absolut übermäßigen Maße mit Deutschland eng verbunden, 96%. Sie sehen in der Religion etwas, was ihnen wichtig ist, häufig. Sie sind tatsächlich bei Befragungen im Durchschnitt stärker an ihre Religion gebunden als etwa vergleichbare Altersgruppen bei den Jugendlichen der christlichen Zugehörigkeiten. Aber sie sehen darin auch eine Möglichkeit, sich von den Eltern zu emanzipieren, indem sie die Religion anders interpretieren, sich darüber mehr Wissen aneignen und sie herauslösen aus der traditionellen Verankerung und sie einbetten in globale Anschlüsse, globale Zusammenhänge, häufig unter Zuhilfenahme auch des Internet und der dortigen Foren, in denen sie sich zum Beispiel fragen, wie man sich möglicherweise muslimisch sinnvoll, adäquat und zugleich aber auch lustbetont als Jugendlicher in der Gesellschaft entwickeln kann. In Fragen wie, kann ich in die Diskothek gehen und wenn ich das tue, wie sollte ich mich kleiden und gleichzeitig aber auch noch weiter meine religiöse Praxis vollziehen. Und dann gibt es Ratschläge, die untereinander ausgehandelt werden dazu. So, ich denke, dass ich an diesem Punkt Schluss mache und ihn einfach nochmal in Erinnerung rufe, ganz zum Abschluss, auch mit einem Ausblick, den ich im Grunde schon angedeutet habe, über die Notwendigkeit des professionellen Könnens von Lehrern und Lehrerinnen im Umgang mit einer religiös pluralen jugendlichen Gruppe, mit der sie es zu tun haben. Es ist so, wir haben gesehen, dass Konflikte mit muslimisch Adressierten, so sage ich bewusst, weil nicht alle Kinder, die so adressiert werden, sich selbst auch so verstehen. Nicht jeder türkischstämmige oder iranischstämmige Junge oder das Mädchen in der Klasse sieht sich auch als religiös praktizierende Muslimin. Manchmal sogar ganz explizit gibt es welche, die sagen, nein, ich bin Atheistin. Aber werden als solches nicht wahrgenommen, weil sie qua Herkunftsland der Religion zugeordnet werden. Werden häufig pauschal, wie gesagt, auf die religiös-kulturelle Herkunft zurückgeführt. Und Lehrer und Lehrerinnen können sich dem medialen, auch den politischen Diskursen und ihrer Verdichtung der Problemanzeige Islam ist ein Problem in Deutschland kaum entziehen. Das beeinträchtigt auch ihre pädagogische Handlungsfähigkeit in Schule im Umgang mit den Kindern als Individuen, die sie beginnen, als Repräsentanten einer Religion zu sehen. Und darüber wird der Islam dann zu einem Störfaktor, der die Normalitäten der Schule zu behindern bzw. herauszufordern oder gar zu beeinträchtigen scheint. Und einziger Ausweg wird bisher darin gesehen, die muslimischen Kinder und Jugendlichen sollten besser informiert sein über ihre Religion. Sie brauchen den Religionsunterricht.
der anderen Seite die Selbstreflexion der Lehrer und Lehrerinnen. Woher kommen meine Bilder über diese Kinder und Jugendlichen und ihre Religionszugehörigkeit? Warum empfinde ich es als besonders schwierig, in Kontakt mit ihnen oder ihren Eltern zu treten? Das wird nur selten zum Gegenstand von Selbstreflexion. Und ich sage auch selbstkritisch als in die Lehrerbildung involvierte Professorin an der Universität Bremen, da ist eine wichtige Aufgabe für die Lehrer- und Lehrerinnenbildung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.